Lilith war die erste Frau Adams. Allerdings hat die nicht so kooperiert wie die gehorsame Eva, die später kam, sondern die wollte mit Adam auf einer Nasenhöhe sein. Ein Detail zum Beispiel ist, dass sie im Sex wollte sie nicht, dass der Adam oben sitzt. Wie auch immer, Lilith hat dann das Paradies verlassen und hat sich dann in die Unterwelt begeben, wo sie ihre Interessen besser durchsetzen konnte, oder das hat dann besser zu ihr gepasst, als da irgendwie im Paradies eine angepasste Rolle zu spielen mit Adam. Ja, und dann kam natürlich die angepasste Eva und hat dann, glaube ich, den Adam verführt, den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu testen oder auszuchecken. In der Astrologie zeigt der Lilith einen sehr besonderen Punkt, nämlich das ungezähmte Biest in uns. Oder der Teil zumindest, der nicht kooperiert, der widerspenstig ist. Der sagt, mache ich einfach nicht, will ich nicht. Hat ein bisschen was von dem falschen Ego, was wir alle haben. Solange wir in der materiellen Welt sind, sind wir von verschiedenen Feinden, die im eigenen Herzen sitzen, überschattet manchmal Lust, Zorn, Gier, Illusion, Neid, Verrücktheit. Es gibt verschiedene Feinde, die im Herzen manchmal um Vorherrschaft kämpfen. Und so hat jeder irgendwo eine dunkle Seite. Und ich finde es wichtig, diese dunkle Seite natürlich auch anzuerkennen, weil sie erstmal zu erkennen ist der erste Schritt überhaupt, um irgendwo hinzukommen. Wenn ich zum Beispiel meinen eigenen Zorn nicht erkenne und sage, du hast mich zornig gemacht oder du nervst mich, dann komme ich nirgendwo hin. Ich muss mindestens Verantwortung für meinen Zorn übernehmen, indem ich mir sage, ich wähle zornig zu sein, ich wähle neidisch zu sein, indem ich in dieser Art und Weise Verantwortung übernehme, kann ich der Lage Herr werden und nicht, wenn ich die Verantwortung abgebe und nur in einer Opferrolle bin. So, wir müssen mindestens zum Täter werden. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.